Megan und George haben ein Baby bekommen. Es hat außergewöhnliche helle Flecken auf seiner Haut. Hi, Baby, dein Papa ist hier. Wähle die passende Puppe aus. Zeichne Flecken auf ihre Haut und Haare. Ziehe ihr gelbe Unterwäsche an. Das Mädchen wurde mit einzigartiger Haut geboren. Ihre Mama liebt sie und für sie ist sie das schönste Mädchen der Welt. Ihre Eltern haben erfahren, dass ihre Krankheit Vitiligo heißt. Die Mama hat viele Bücher darüber gelesen. Und sie hat ihr Wissen mit Vicky geteilt, damit sie weiß, dass sie genauso wie sie ist, einfach perfekt ist. Der Vater schenkt seiner Tochter ein Porträt zum Geburtstag. Wow! Schau mal, wie hübsch sie ist. Die Eltern sind sich sicher, ihr Baby ist etwas Besonderes und sie hat eine schöne Zukunft vor sich. Verwandeln wir nun ein normales Handtuch in ein Babyhandtuch. Schneide ein Quadrat aus und verschließe den Rand. Befestige ein dreieckiges Stoffstück als Kapuze dran. Forme ein paar Ohren. Befestige Hörner dran. Wenn das Baby Sachen hat, die aussehen wie sie, dann weiß sie, dass sie ganz normal ist. Zeichne ein Gesicht und die Augen drauf. Vicky wird es schön und warm nach dem Bad haben. Und ein Kuhhandtuch wird das Baden in ein lustiges Spiel verwandeln. Die Mama badet ihr Baby. Es macht so viel Spaß. Überall sind Seifenblasen. Megan wickelt ihre Tochter in ein Handtuch, damit ihr nicht kalt wird. Schatz, schau mal, diese Kuh hat auch Flecken auf ihrer Haut. Male die Innenseite einer kleinen Flasche weiß an. Benutze Heißkleber, um den Flaschenhals zu einem Sauger zu formen. Die pinke Flasche und die fleckige Hülle verleihen einen einzigartigen Look. Es ist hell und bequem im Zimmer. Baby, was ist passiert? Du siehst so traurig aus. Hast du Hunger? Die Mama weiß, wie sie das Baby glücklich macht. Frische Milch ist genau das, was du brauchst. Als das Baby größer wurde, fühlte sie sich immer geliebt und gepflegt. Benutze eine Vorderseite und Blätter, um ein Kunstbuch für Vicky zu entwerfen. Mache Öffnungen und ziehe einen Draht durch. Dieses Album kann man überall hin mitnehmen. Zeichne eine Palette auf ein Holzteil. Wir brauchen jetzt nur noch einen Pinsel. Es wird Zeit, ein Meisterwerk zu kreieren. Vicky hat von klein auf schon Interesse an Kunst. Sie liebt es, neue Sachen zu kreieren, vor allem Zeichnungen. Sie zeichnet alle Sachen, die sie liebt, in ihr Album. Ihr Haus, wo sie mit ihren Eltern lebt und alles, was sich drumherum befindet. Ich möchte es Papa zeigen. George liebt es, sich die Zeichnungen seiner Tochter anzuschauen. So drückt sie sich aus. Der Vater wird ihre Arbeit immer beglückwünschen und ihr einen guten Rat geben. Bauen wir nun einen Anspitzer auseinander. Bedecke die Box mit perliger Farbe. Glitzer wird alles glänzen lassen. Bedecke den Rucksack mit Schablonen. Befestige eine Stickerbasis und kreiere Wolken. Wir müssen nur noch die Flecken und die Gurte umranden. Alles, was sie braucht, passt in diesen Rucksack. Heute hat Vicky ihren ersten Schultag. Sie möchte zusätzlich noch lesen, um ihren Freunden über sich selbst zu erzählen. Aber sie wurde gestört. Schatz, wir haben etwas für dich. Jetzt brauchst du einen Rucksack. Danke, Mama. Er sieht so cool aus. Das kleine Mädchen hat ihren Rucksack genommen und ist in die Schule gegangen. Ich hoffe, dass ich hier ein paar neue Freunde kennenlerne. Hi, ich bin Vicky. Und ich bin Sam. Was stimmt mit deiner Haut nicht? Du hast helle und dunkle Flecken. Sowas habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Kann ich sie anfassen? Sam, wenn du daran interessiert bist, dann kannst du alle Antworten in diesem Buch finden. Du kannst es dir ein paar Tage lang ausleihen. Bücher sind für Streber. Speckle, komm her. Male eine Hundefigur braun an. Speckle hat auch Flecken. Sein Fell ist so einzigartig. Wir können ihn uns mit einem anderen Fell gar nicht vorstellen. Vicky hat gerade geschaukelt, als Sam kam und angefangen hat, sie zu schikanieren. Hau von meiner Schaukel ab, du Verrückte! Glaubst du echt, dass du was Besonderes bist? Vicky hat nicht verstanden, warum Sam so böse zu ihr war. Und sie fing an zu weinen.
Der Hund kam, um sie aufzumuntern. Sie hat ihn schon mal gesehen, aber gerade jetzt hat sie gesehen, wie ähnlich sie einander sind. Mama, ich habe einen neuen Freund. Er ist nicht aus meiner Klasse. Er ist ein Hund. Behalten wir ihn. Wir nennen ihn Speckle. Was meinst du? Ihm gefällt er. Mir auch. Die Zeit verging. Vicky wurde zum Teenager. Und sie hat ein Hoverboard zum Geburtstag bekommen. Es ist so viel einfacher, zum College damit zu kommen. Komm schon, Mama. Verbinde zwei Reifen eines Autos und dreieckige Plastikteile. Klebe sie in der Mitte zusammen. Befestige auch Deckteile drauf. Dieses pinke Hoverboard zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Für so ein Mädchen ist es genau das Richtige. Male Flecken drauf. Gestalten wir nun die Reifen sicherer. Trage klaren Nagellack auf das Gehäuse auf. Model Scouts suchen oft im Park und Geschäften nach neuen Talenten. An diesem Tag ist Vicky mit dem Hoverboard im Park gefahren. Tut mir leid, ich bin noch nicht so gut darin. Aber die Agentin hat sofort die Schönheit dieses Mädchens bemerkt. Das ist schon okay. Du hast einen sehr außergewöhnlichen Look. Wir brauchen dich in der Agentur. Setz dich. Ich habe ein Angebot für dich. Dann hat die Agentin Vicky alles über ihre Agentur und die Modelmöglichkeiten erzählt. Und sie hat Vicky nach Paris eingeladen. Ruf mich an, wann immer du willst. Schneide ein Stück für eine Tasche aus Kunstleder aus. Stelle einen stabilen Rahmen her. Benutze Springringe und ein Stück Kunstleder, um einen Griff und einen Gurt herzustellen. Eine Designerschnalle dekoriert die Tasche. Und an der Seite gibt es eine Kette. Vicky ist ins Geschäft gekommen, um das perfekte Accessoire zu finden. Die Verkäuferin hilft gerne weiter. Wie gefällt Ihnen diese? Nein, das ist nicht mein Stil. Okay, wie wäre es mit dieser hier? Oh, das ist eine sehr gute Wahl. Wow, da stimme ich zu. Ich nehme sie. Danke für Ihren Einkauf. Ich probiere, alles reinzubekommen. Die Bewerbungsbilder, die Schuhe, den Föhn, die Bürste. Ja, diese Tasche ist genau das, was ich brauche. Jedes Model braucht ein Portfolio. Dieses Titelbild ist Vicky. Gebe alle Fotos vom Fotoshooting in eine Hülle. Befestige Ringe. Jetzt sieht das Portfolio richtig gut aus. Die Agentin hat gerade mit einer bekannten Fotografin gesprochen, als Vicky reinkam. Wow! Die Fotografin war von ihrem Aussehen fasziniert. Und sie hat richtig schöne Fotos geschossen. Das hier ist gut. Dreh dich etwas zur Seite und lächle. Jetzt hat Vicky ein professionelles Modelportfolio. Das ist eine sehr wichtige Sache. Male einen Teil des Koffers weiß an. Trage ein helles Design auf und bedecke es mit Stickern. Diesen Koffer wird man am Flughafen mit keinem anderen verwechseln. Vicky hat ihre Sachen gepackt. Sie fährt nach Paris. Sie hat einen Modelvertrag unterschrieben und die Tickets gebucht. Es wird Zeit zu fahren. Was ist mit ihrer Familie? Falte ein paar Papierblätter. Befestige sie in einem Hardcover und bedecke das Album mit Kunstleder. Jedes Foto zeigt uns etwas aus Vickys Leben. Unterschreibe es. Dieses Album ist für Erinnerungen geeignet. Es wird Zeit, sich zu verabschieden. Die Eltern wollen nicht lange von ihrer Tochter getrennt sein. Aber es ist eine sehr wichtige Reise für sie. Pass auf dich auf, Schatz. Bon voyage. Vicky hat sich die Fotos aus ihrem Album angeschaut. Die Agentin war auch an ihren Fotos interessiert. Die Leute auf der Straße in Paris erkennen sie. Sogar der Barmann wusste, wer Vicky ist. Das ist Vicky. Wow, du bist Vicky Rooney. Bekomme ich ein Autogramm von dir? Und dann hat Vicky etwas bemerkt. Sam, bist du das? Ja. Tut mir leid, ich war früher so ein gemeiner Junge. Scheinbar hat Vicky Sam gefallen, aber er wusste einfach nicht, wie er mit ihr reden soll. Und jetzt arbeitet er hier. Vicky hat ihm verziehen und sie haben wieder wie alte Freunde geredet. Hat dir unser Video gefallen? Gib uns einen Daumen nach oben und abonniere Lalilu.
Wir haben noch viele weitere coole Basteleien und interessante Geschichten für dich.